Herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dingisbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank schon mal dafür. Unser heutiges Thema, ich möchte euch heute mal mitnehmen in ein Neufahrzeug, was wir da alles umbauen, was wir da alles herrichten, was der Kunde jetzt im Speziellen alles kriegt und wollte euch da auch mal mitnehmen, weil wir ja Neufahrzeuge genauso haben, also sprich die Firma Tournee, Kastenwagen, Van, 6 Meter und 6,40 Meter. Da wir ja Tournee-Vertragshändler sind und die richten wir natürlich immer wieder her und auch da wollen wir euch mal zeigen, was wir da alles verbauen und der hat ein ganz schönes Paket gekriegt, das wäre so auch meins, was mir gefallen tät, also muss ich ganz ehrlich sagen, echt toll und ich freue mich schon mal, das euch zu präsentieren. Unter anderem möchte ich natürlich auch Danke sagen, danke für das tolle Jahr mit euch, danke für die ganz vielen Eindrücke, für die tollen Kommentare von euch, nicht nachlassen, weiterhin kräftig in die Tasten hauen und natürlich auch kommentieren. Ich freue mich drüber, lesen tue ich fast alles. Ich komme zeitlich nicht immer ganz so dazu, alles zu beantworten oder für jeden Kommentar eine Antwort haben, weil es kostet unwahrscheinlich viel Zeit. Für nächstes Jahr hatten wir viel, viel vorgenommen. Ich hoffe, dass es zeitlich ein bisschen hinkriegt, weil momentan haben die Videos ein bisschen gelitten. Liegt aber allerdings daran, weil wir natürlich unheimlich viel zu tun haben. Und Werkstatt geht vor. Aber nichtsdestotrotz werden wir da ein bisschen wieder aktiver werden und werde ich euch da wieder ein bisschen mehr mitnehmen. Und da freue ich mich natürlich auf alle Fälle. Also, jetzt gehen wir aber mal in die Werkstatt und geben Gas da hinten. Und jetzt schauen wir uns mal zusammen den Tournee an. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. So, jetzt schauen wir uns einfach mal den Tournee an, wo ich gerade angepriesen habe. Ein richtig tolles Fahrzeug. Fangen wir mal von außen an. Also auch die Farbe finde ich richtig gut. Ich gehe mal ein Stück weiter weg, dass ihr den seht. Was haben wir hier alles gemacht? Hier seht ihr, wir haben hier eine LED-Bar auf dem Bullfänger drauf gemacht. Die wird natürlich jetzt nur ein bisschen eingestellt, damit die auch schön gerade ausleuchtet. Die hat Zulassung, darf mit dem Fernlicht miteinander bedient werden. Dann haben wir hier die Schürze, den Grill schwarz lackiert, damit es alles ein Gesicht hat, dass er richtig bös ausschaut von vorn. Da schaut er richtig schick aus. Auch das haben wir gemacht. Dann hat er natürlich ein schickes Autark-Paket bekommen, aber zusätzlich hat er auch noch gekriegt hier eine Ast-Zuziehhilfe. Ast-Zuziehhilfe ist einfach echt eine tolle Sache. Wenn man das Auto mal zumacht, einfach zack und schon zieht es richtig zu. Man muss nicht mehr so schlagen. Funktioniert echt tadellos. Macht richtig Spaß. Und der Nachbar wird es euch danken auf dem Campingplatz. Also echt eine tolle Sache. Dann, was haben wir noch gemacht? Natürlich hier unser Autark-Paket reingepackt in das Kastchen, in das Kästchen. Hier ist immer sehr eng, also das muss man schon sagen. Aber er hat auch hier wieder ein kleines Lithium-Paket gekriegt, einen Wechselrichter von WCS. Hier sehen wir den Ladebooster vom WCS, den haben wir eingebaut. Also wieder volle Lotte, alles was geht. Wenn wir jetzt mal hier rumgucken, wupp. Dann hat er hier auch das Display vom WCS, von der Kombi. Also auch tolle Sache. Kombi heißt, jetzt gerade wird geladen. Aus, dann geht natürlich gar nichts. Und mit an haben wir 230 Volt. Bei grün auf ohne Landstrom. Blau heißt, er steckt gerade am Landstrom. Also echt auch eine tolle Sache. Dann haben wir natürlich serienmäßig unser Webasto 4 kW Heizung. Ja, was kann man hier nur sagen? Einfach eine tolle Geschichte. Dann haben wir hier noch eine besondere Toilette eingebaut. Der Kunde möchte eine Trockentrenntoilette. Auch die hat er gekriegt. Die Biotoy.
Ist natürlich immer Geschmackssache, aber die passt hier in den Tonet richtig schön rein. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Trockentrenntoilette Biotoy ist echt eine tolle Sache. Relativ einfach vom Handling her. Ich mach's mal auf, dass ihr seht, wie die ausschaut. Hat natürlich hier vorne Urinbehälter, hier hinten Feststoff, gibt's mit Rührwerk. Mittlerweile gibt es sie auch schon mit elektrischem Rührwerk, wenn man das möchte. Auch das kann man sich da einbauen. Also auch das ist eine tolle Sache. Passt super gut in den Tonet rein. Wer Trockentrenntoiletten mag, tolle Sache, der kann hier eine haben. Schaut schick aus und passt auch super gut rein. Dann haben wir hier noch eine Solarvorbereitung. Das heißt, hier steckt er einfach seine Solartasche an. Tut die hier durch die Fahrertür nach außen leiten und schon geht's los und der Kunde kann über die Sonne seinen Akku wieder füllen. Also auch eine tolle Geschichte. Finde ich ganz praktisch mit den Solartaschen, weil wir natürlich hier den Vorteil haben, dass sie der Sonne ausgerichtet stehen und somit können hier auch wesentlich oder mehr tolle oder gute Ergebnisse erzielt werden. Dann haben wir hier natürlich noch ein Luftfahrwerk eingebaut. VP Luftfahrwerk, hinten Zusatzluftfahrwerk, muss ich ja sagen, Zusatzluftbelger. Die sind hinten verbaut und vorne haben wir dann natürlich noch zusätzlich höhere Federn, also sprich verstärkte Vorderfedern gemacht, damit auch hier unten richtig guter Fahrkomfort entsteht. Haben wir hier noch schicke, schöne Federn eingebaut. Also muss ich sagen, tolle Geschichte. Somit kommt er auch vorne ein bisschen höher. Der schaut dann allgemein auch ein bisschen höher aus. Also ich habe ihn leider zuvor, müssten wir mal vergleichen. Aber er hat schon etliches an Höhe gewonnen. Also macht gut und kann, würde ich jetzt mal behaupten, 4, 5 Zentimeter aus, wo er definitiv höher liegt. Auch hinten liegt er ja höher. Durch das Luftfahrwerk, also durch die Zusatzluftbelge, kommt er da auch um etliches höher und dann passt es wieder, dann steht er wieder schön gerad und schaut richtig klasse aus. Ja, und was haben wir hier noch verbaut? Hier haben wir zusätzlich noch etliches an Lademöglichkeit angedockt, 2x12 Volt und 4x USB, weil das wird sein Technikfach. Hier möchte er die ganzen Gerätschaften zum Laden haben. Dementsprechend sind hier die ganzen USB- und 12-Volt-Dosen verbaut, damit der Kunde hier alles laden kann, was er denn zum Laden hat. Und dementsprechend, ja, ist es gut verstaut. Macht man einfach die Klappe zu und Affe tot. Sauber funktioniert es und alles läuft. Und das ist echt eine geschickte Sache, muss man sagen. Macht in dem Fall richtig Laune, weil dann kann der Kunde wirklich seine ganzen Gerätschaften immer schön sauber aufladen und man sieht die nicht. Man hat kein Kabelgewirr rumhängen, ist hups, eine tolle Geschichte und schaut nur dazu da oben drin gut aus und stört nicht. Ja, was hat der Kunde noch gekriegt? Hier sieht man es, da sind sie drin, die Nightbreaker von Osram. So hat er auch richtig geile LED-Scheinwerfer, wo man hier dann richtig schönes Licht hat. Also ich muss sagen, ich habe die ja bei mir auch drin und das macht schon richtig viel aus. Also muss ich ganz ehrlich sagen, geiles Teil, echt super und rentiert sich definitiv. Also die würde ich immer wieder empfehlen und da kann ich nur sagen, Baujahr bedingt, wenn ihr die Zulassung dafür habt, macht euch die rein, weil da hat man einfach echt einen Wahnsinnsgewinn durch eine super geile Lichtausbeute. Ja, dann haben wir natürlich auch ein kleines Sicherheitsfeature überall eingebaut. Dazu schauen wir jetzt mal hier kurz rein und ich drehe mal rum. Ihr seht schon von Brickstop hier die Ketten für Schiebetür, Fahrertür, Beifahrertür und natürlich auch das Blech von der Fahrertür im Schloss und auch Hecktüre haben wir gemacht, sodass das Fahrzeug durch und durch sicher ist. Und auch entsprechend von innen mit Ketten und Splinde so verriegelt werden dann kann, dass hier definitiv keiner mehr reinkommt. Das ist auch so ein Ding, was schon richtig gut ist, was der Kunde auch unbedingt wollte.
Also ich muss sagen, macht auch richtig was her und macht auch richtig Sinn. Also kann ich auch nur so empfehlen. Ist gar nicht so teuer und lässt sich relativ zackig montieren. Geschickte Leute schaffen das auch ohne Probleme selber. Und es bringt unwahrscheinlich viel. Ja, das war es jetzt eigentlich schon von unserem Tournee, was wir hier verbaut haben. Ich wollte euch den einfach mal zeigen, weil auch das machen wir. Wir sind ja Vertragshändler von der Firma Tournee. Aktuell habe ich auch noch etliche am Hof stehen. Ich müsste jetzt genau nachschauen. Ich glaube, 5 oder 6 Stück in verschiedenen Farben von Graphit über Silber, über Weiß, über einen grünen kriegen wir noch, auch ganz toll. Der wird auch ganz spannend. So ein richtig dunkles Grün finde ich auch richtig geil. Und wir modifizieren die Dinger dann auch immer noch, wie jetzt auch bei dem Kunden, wo man dann eben sagt, man baut das und das und das noch nach, machen wir gleich ein Lithium-Paket rein, inklusive Wechselrichter, Ladebooster vernünftig, damit das Fahrzeug, wenn er hier vom Hof geht, auch schon richtig top beieinander ist und man eigentlich nur noch Spaß haben kann an so einem Fahrzeug. Der wird jetzt am Freitag übergeben. Da freue ich mich auch schon drauf. Der Kunde war auch schon da. Er freut sich auch schon richtig drauf. Ist auch echt ein geiles Auto. Also ich muss immer wieder sagen, ich liebe ihn. Ja, wenn ihr nicht schon einen hättet, ich würde mir sofort einen holen, weil der einfach richtig Spaß macht. Er ist winterfest. Er ist nicht nur wintertauglich, er ist winterfest. Er hält alle Versprechen, er ist qualitativ ein super, super geiler Ausbau, wo man wirklich, ja, man hat hier keine Wünsche mehr offen, weil alles sehr, sehr fest ist. Die Klappergeräusche halten sich in den Zaum, das ist sehr gering. Also wirklich durch und durch ein ganz schickes Auto. Das hier hat natürlich auch noch viele Features gekriegt, wie die LED-Bar vorne, wie die Ast-Zuziehhilfe, wie Wechselrichter, Lithium-Akku, Sicherheitspaket mit Brickstop und so weiter, Solarvorbereitung, sprich Solartaschenanschluss und Bio-Toy, sprich Trockentrenntoilette, also richtig toll. Der nächste Tournee steht schon draußen am Hof, der ist allerdings rot, den richten wir auch her. Der kriegt nicht ganz so viel, aber auch das wird für Januar die Auslieferung. Da bauen wir auch eine Toilette ein, eine Alarmanlage ein und ein paar Kleinigkeiten. Also auch das wird richtig, richtig toll. Und also da wollte ich euch eben nur mal teilhaben lassen, dass wir unsere Neufahrzeuge ja auch noch haben, die wir nebenbei immer wieder herrichten und auch modifizieren für die dementsprechenden Kunden, die dann die Fahrzeuge abholen und auch kriegen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Jetzt ist ja bald Weihnachten, bald ist es soweit. Ein bisschen dauert es noch, aber nicht mehr allzu lang. Leider hat uns der Schnee verlassen. Ich habe jetzt schon fast gehofft, wir kriegen weiße Weihnacht, aber daraus wird wohl nichts. Aber gut, dann wird es halt ein schönes Fest, trotz alledem, ohne Schnee. Aber ich denke, der kommt auch wieder im Januar zurück. Also, ich danke fürs Zuhören. Über ein Like freue ich mich natürlich mächtig, genauso wie über ein Abo von euch. Und wenn ihr ganz, ganz wild seid, drückt die Glocke, dann vermisst ihr nichts oder verpasst nichts mehr. Und ich sage lieben Dank fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao, euer Micha.